Mal ganz ehrlich, an was denkst du, wenn du an Jesus denkst? Du denkst vielleicht an den Typen, der am Kreuz hängt. Hast du schon ganz oft gesehen in der Kirche, vielleicht auch in deinem Kinderzimmer, wie bei mir das so war. Ich hatte ein Kreuz über dem Bett hängen. An was denkst du? Du denkst vielleicht an das, was der Pfarrer im Religionsunterricht erzählt. Oder was der Pfarrer im Gottesdienst über Jesus erzählt. Du denkst vielleicht an so manche Geschichte, was Jesus gelehrt hat, zum Beispiel das Vaterunser. Oder du denkst an so manches, was Jesus gemacht hat. Er hat Leute zum Beispiel geheilt von ihrer Krankheit. Aber an eine Sache denkst du wahrscheinlich nicht. Und das ist ziemlich komisch, dass wir nicht daran denken. Denn eigentlich ist es das, was Jesus laut Bibel am meisten gemacht hat. Womit Jesus am allermeisten seine Zeit verbracht hat? Mit Predigen und Krankenheilen? Nein, er hat mit Menschen gegessen. Ein paar Kostproben. Hochzeit von Kana. Da war Jesus zum Fest eingeladen, zu einer Hochzeit. Oder er war zum Beispiel bei dem Zöllner Matthäus und bei seinen Freunden eingeladen, nicht so gut angesehene Leute. Und diese Leute, die haben mit Jesus gegessen. Er war bei dem Pharisäer Simon eingeladen, also genau das Gegenteil von dem Matthäus, der einen schlechten Ruf hatte. Der Pharisäer Simon hat einen super Ruf gehabt, also er war mit Leuten mit gutem Ruf eingeladen. Speisung der 5000, ja, kennt man, ne? Da war Jesus sozusagen mal nicht der Gast, sondern der Gastgeber. Er hat Menschen mit Essen versorgt, er hat mit Menschen gemeinsam gegessen. Bestimmt hat er auch von dem Brot und Fisch, das er selber vermehrt hat, auch gegessen. Ganz bekannt natürlich das letzte Abendmahl von Jesus. Also er hat mit seinen Jüngern, ja das letzte sozusagen, was er mit seinen Jüngern gemacht hat, war, er hat mit ihnen gegessen. Und auch das erste, was er mit seinen Jüngern gemacht hat, nachdem er von den Toten auferstanden ist, ja, er hat auch wieder mit seinen Jüngern gegessen. Einmal, wo es da heißt, dass die Jünger auf dem See sind. Und dann sehen sie am Ufer jemand stehen und Fisch braten mit so einem Lagerfeuer. Und Petrus springt ins Wasser und erkennt, dieser Typ, der da essen will mit den Jüngern, das ist Jesus selbst. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Oder da ist die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, auch nach der Auferstehung von Jesus, auch mit denen ist er. Und sie erkennen Jesus daran, indem er mit ihnen isst und Zeit verbringt. Ach, ich könnte noch weiter erzählen. Zum Beispiel hat Jesus auch nicht nur gegessen mit den Leuten, er hat auch viele Gleichnisse gegeben, wo gegessen wird. Bekannt ist zum Beispiel, ja, das mit dem großen Gastmahl. Gott lädt ein zu einem großen Gastmahl, aber die, die eingeladen sind, die kommen nicht, weil sie verschiedene Ausreden haben. Und dann lädt Gott, also der König in dem Gleichnis, lädt dann eben die Lahmen und die, ja, die nicht so groß angesehen in der Gesellschaft, lädt er ein zu seiner Party, zu seinem Festmahl. Jesus hat mit den Leuten gegessen. Und es ging sogar so weit, dass seine Kritiker zu der Zeit damals gesagt haben, Jesus, was wollt ihr denn mit dem? Mit diesem Fresser und Weinsäufer. Ja, den sehen wir immer nur irgendwie beim Essen bei irgendwelchen Pharisäern. Oder irgendwo beim Essen bei irgendwelchen Zöllnern. Oder immer nur am Essen mit seinen Jüngern. Der frisst immer nur und säuft Wein immer nur. Jesus hat Zeit mit den Menschen verbracht. Und wie hat er Zeit mit den Menschen verbracht? Er hat Mittag mit ihnen gegessen, er hat Abend mit ihnen gegessen, am Morgen hat er Frühstück mit ihnen gegessen. Wundert uns das? Wie viel Zeit geht denn in unserem Leben drauf mit Essen? Naja, wir zelebrieren das ja richtig, indem wir in Restaurants gehen, in feine Restaurants. Heute gehen wir mal was ganz Besonderes essen. Eine Festlichkeit. Wir gehen jetzt zu Anlass meines Geburtstages, lade ich alle meine Verwandten und Freunde ein, mal richtig gut zu essen, richtig teuer zu essen. Dafür gibt es Restaurants. Ein richtiges Business ist mit dem Essen entstanden. Leuten Essen zu verkaufen. Essen hat einfach eine unheimlich große, nimmt einfach unheimlich viel Raum in unserem Leben ein. Ja, wundert uns das? Und jetzt schauen wir uns mal die Kirche an. Jetzt schauen wir uns mal Gemeinde Jesu an. Ja, komisch. Irgendwie da hat Essen
Mittagessen, Abendessen, gemeinsam Zeit verbringen am Essenstisch, so ganz wenig Platz. Ja, wenn wir an Kirche denken, wenn wir an Gemeinde denken, dann denken wir an Gottesdienste, da denken wir an Predigten, da denken wir an Lieder, die gesungen werden. Ich weiß nicht, an was du denkst, aber du denkst wahrscheinlich nicht an Essen. Aber das ist das, was Jesus mit seinen Jüngern am meisten gemacht hat. Da heißt es nicht, dass er Gottesdienste mit den Leuten gefeiert hat. Oder dass die auf Stühlen gesessen war und die Tafel war hinter Jesus und Jesus hat was aufgeschrieben wie ein Lehrer und sie haben es dann mitgeschrieben in einem Buch. Nein, er hat mit den Leuten gegessen. Und bei diesem Essen, da haben sich Gespräche entwickelt, da sind Gespräche entstanden. Da hat Jesus gelehrt. Da hat Jesus auf Fragen geantwortet. Da konnten die Leute Jesus Fragen stellen. Da ist Beziehung passiert. Da haben sich Menschen verändert. Ich denke an Matthäus, der bei dem Essen sagt, Jesus, ich war ein schlechter Mensch, aber jetzt habe ich einfach durch dich einfach erkannt, Gott will neu mit mir anfangen und ich will mein Leben total ändern. Das hat er nicht gemacht, weil er irgendwie eine tolle Predigt von Jesus gehört hat. Das hat er nicht gemacht, weil er irgendwie in der Bibel gelesen hat, sondern das hat er darum gemacht, weil Jesus mit ihm gegessen hat, weil er da Jesus erkannt hat beim Essen. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche Jesu, wir als Gemeinde Jesu wieder das gemeinsame Essen in den Fokus setzen. So wie Jesus es gemacht hat. Vielleicht nicht in erster Linie irgendwelche Veranstaltungen wie Gottesdienste. Er ist auch gut und hat seinen Platz. Aber, dass wir einfach auch so etwas wie gemeinsames Essen untereinander. Na, Jesus hat ja auch mit seinen Jüngern gegessen, aber er hat auch mit den Ausgestoßenen seiner Gesellschaft, seiner Zeit von damals, er hat mit ihnen gegessen. Ja, und wie ist es mit uns? Mit wem essen wir? Vielleicht wäre es ja mal dran, statt einen tollen, großen, neuen Gottesdienst oder eine sonstige große kirchliche Veranstaltung zu machen, ja einfach mal ein großes Essen, ein großes Festmahl anzubieten. Jesus hat mit den Menschen gegessen. Er hat mit den Menschen Zeit verbracht. Und das wünsche ich mir auch für uns, für Projekt K und einfach für uns als Christen im Allgemeinen, den Wert des Essens, des gemeinsamen Essens wieder zu entdecken. So wie Jesus. Denn beim Essen, da passiert Beziehung. Beim Essen, da passiert Veränderung. Gott mit euch.